Der Späher einer vernichteten Stadt. Er ist in ein Tal gestürzt. Oh, wollen wir mal gucken. Dann wollen wir doch mal gucken, was der vorletzte Titan so zu bieten hat, ha? Hallo! Kommst aber auch immer aus unterschiedlichen Richtungen, ne? Manchmal hinter mir, manchmal vor mir. So. Da ganz hinten im Eck wird das sein. Alright, dann wollen wir mal. So, wieder da. Habe ich was verpasst? Ja, du hast alle Titanen verpasst, bis auf die zwei Vorletzten, die jetzt kommen. Die zwei Letzten. Jetzt gerade sind wir beim Vorletzten. Spritti. Wie laufen wir da am besten? Am besten den kleinen Weg rüber und dann links komplett hoch. Okay. Gibt ja nur den einen Weg darüber, genau. Sehr, sehr gut. Dann kriegen wir Shadow of the Colossus remastered. Wenn es nur diese 16 Titanen sind und dann irgendwie noch ein Ende, kriegen wir es wahrscheinlich heute noch durch. Das wäre natürlich sehr, 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 sehr geil. Weil dann können wir im nächsten Stream, der wahrscheinlich dann schon irgendwie diese Woche... eventuell entweder Samstag oder Sonntag kommt, ich weiß es noch nicht. Können wir dann mit Benjatui anfangen? Kannst mich auch Sophie nennen. Oh Gott, jetzt noch ein Namen, den ich mir merken muss. Tue mein Bestes. Eieieiei. Und wenn ich das Game dann durchgespielt habe, brauche ich unbedingt erstmal was zu essen. Heilige Scheiße. Ich falle gleich aus allen Nähten. Guten Abend, Arcano. Schön, dass du hier bist. Guten Abend, ist schon so spät. Ach, schon 5 Uhr. Damn, son. Ich bin jetzt auch schon über 3 Stunden live. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Kannst mich auch Sophie nennen. Alles klar, wird gemacht, Spritti. Boah, 5 Uhr, muss bald schlafen gehen. Ich in 70 Jahren. Ach, schafft Tobi jetzt schon. Boah, 5 Uhr, muss bald schlafen gehen. Ich immer so gegen 5. Der vorletzte Titan. Krass. Krass, krass, krass. Das Spiel habe ich auf jeden Fall ziemlich inhaliert, möchte ich sagen. Aber ich habe mich auch so sehr auf das Game gefreut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Shadow of the Colossus damals auf der PS2 gespielt, dann für die PS3 bekommen, dann jetzt das HD-Remaster auf der PS4. Trotz dessen auf der PS2 und PS3 nie durchgespielt. Gruselig, ne? Stretti ist der Don. Ja, da vorne geht's auf jeden Fall in irgendeine Festung. Alter, was ist das denn da? Das sieht ja aus wie so eine richtige Ritterburg. Boah! Das ist insane. Erstmal eine Runde beten. Danke. Dann wollen wir rein, wa? Da geht's auf jeden Fall in einer Ecke hoch, würde ich schätzen. Ach, muss ich noch nicht mal. Ich kann direkt reinlaufen. In die Festung. Das Beten bringt eigentlich nichts, außer dass es die Ausdauer und die Leben, die das Leben wiederherstellt.
Aber ich habe gesehen, dass die dann auf der Karte erscheinen. Ich finde, die sehen schön aus und ich bin gerade ein bisschen sauer, dass ich das vorher noch nicht gemacht habe. Aber ich brauchte die halt nie. Aber die sind nämlich eigentlich nur dafür da, wenn du Ausdauer regenerieren musst und alles. Von daher eigentlich uninteressant, aber man sieht sie auf der Map und man kriegt bestimmt eine Trophäe, wenn man es bei der PlayStation macht. Alter Vater. Sieht gerade so aus, als ob wir in den Olymp gehen. Das wird, glaube ich, auch ein richtig, richtig krasser Koloss. Eieiei. Ich habe ein bisschen Angst. I'm a bit afraid what we will see here. Sag nicht, ich muss auf die oben, auf die Ränge da drauf und dann auf den drauf springen oder so. Warum male ich mir immer schon das Schlimmste aus? Was sind das hier für Platten? Man weiß es nicht. Er ist ja angeblich in ein Tal gestürzt. Das heißt, wir müssen den eigentlich hier hinten jetzt finden. Du Pessimist. Ja. Oh oh. Oh oh. King Kong. Mit dem Knüppel. King Kong. Fuck. So wird es nicht funktionieren. Ich muss auf jeden Fall irgendwie auf diese Ränge da kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und da muss ich wirklich von oben auf ihn drauf springen. Alright, alright, alright. Okay, das wird nicht reichen. Können wir uns an den Teilen hier festhalten? Nein. Okay, ich bin langsam ein bisschen aufgeschmissen. Die Teile sind zu hoch. Unser Pferd kommt hier nicht hoch. Lag's gar nicht so falsch mit King Kong. Sogar die Musik passt irgendwie. Siehst du mal. Der smarte Boy. Passt auf, Folgendes müssen wir tun. Wir brauchen seine Aufmerksamkeit. Und der muss so eine Platte schräg hochtreten. Halleluja. Hätte man aber drauf kommen können. Die Platte hat man da auf jeden Fall gesehen, dass die ein bisschen in der Luft steht. Eieiei, okay. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf jeden Fall nicht ganz nach oben soll. Dementsprechend muss ich jetzt irgendwie von hier aus auch seine Aufmerksamkeit bekommen. Er wird irgendwas tun. Irgendwie hier reingreifen oder so. Hey. Beachte mich. Ach, der symbolisiert mit seiner Hand gerade so nach dem Motto, komm her. Muss der hier nicht irgendwie dann eine Wand schlagen, dass da vielleicht nochmal so eine Treppe entsteht oder so? Das kann ich mir vorstellen. Dude. Mach was. Komm, mach mal was. Mach mal was. Komm, mach was. Hey. Hallo, mach was. Hey, mach was. Weiter mit dieser Komm-her-Bewegung, die mir nicht so viel nützt.
Geht's hier sonst irgendwo noch weiter hoch? Oder kann ich dich hier vielleicht irgendwie baiten? Guck mal. Kannst du jetzt quasi perfekt reinschlagen. Willst du immer noch nicht machen, ne? Weil die Teile sind halt irgendwie so brüchig und ich würde mir vorstellen, dass er da irgendwie gegenhauen muss oder so. Oder vielleicht hätte ich gar nicht auf der rechten Seite hochgehen sollen, sondern auf der anderen. Aber auf der anderen sieht das auch nicht anders aus, ne? Findet viel höheren Boden. Ja. I try, you dick. Wenn du mir mehr Anpacker geben würdest, wo ich klettern kann, dann wäre es auch nicht so schwer, da hochzukommen. Hat er sich da gerade irgendwo festgehalten? Kann ich vielleicht hier außen rum und dann irgendwie da? Andere Frage, gibt es irgendwo einen Pfeiler, wo oben was wäre, wo man sich festhalten kann? Nicht wirklich, ne? Schwierig, schwierig. Da könnte ich mich vielleicht an der Ecke hochziehen. Moment. Ich hab eine Idee. Ja, ich suche ja noch. Das reicht auch nicht. Bin sehr stark davon ausgegangen, dass es reicht. Ich weiß auch nicht, ob das dann jetzt vielleicht der richtige Ort ist, wo man hochkommen kann, oder ob ich... Genau das wollte ich doch. Warum machst du das jetzt erst? Also, danke, I guess. Hat der hier gerade reingesemmelt, ey. Junge, Junge. Der hat aber richtig Bock. Einfach so, BOOM! Schau da jetzt rein! King Kong wütend! So nach dem Motto war das. Eieieiei. Ist fast schlimmer, als wenn ich mich über ein Spiel aufrege. So, guck mal, jetzt bin ich auf den ganz hohen Boden. Heißt, kann ihm jetzt an seinen Pelz springen. Hey, wo gehst du hin? Hey, ich bin gerade perfekt hier. Dreh dich um, du Arsch. Drehst du dich wohl um? Am coolsten wär's, wenn du jetzt einfach... Das ist gar nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Was genau hat mir das jetzt gebracht, dass er das kaputt gemacht hat? Du weißt, was du zu tun hast. Wieder hier hinten. Okay. So, wie habe ich ihn gerade dazu gekriegt, dass der hier gegen haut? Weil irgendwann hat das einfach gemacht, aber ich weiß nicht, wie und warum er es getan hat. War das, weil ich hier dran hing? Der hat eine Schwachstelle an seiner... an seinem Oberarm?
Hallo. Okay, okay, okay. Scheiße, das hat jetzt aber nicht so viel gebracht. Oder muss ich wieder an der gleichen Stelle da vorne hoch? Kann ich hier gar nicht hoch. Keine Ahnung. Finde seine verborgene Schwachstelle. Ja, eine war auf jeden Fall gerade bei seinem Schlagarm quasi. Irgendwo da in der Richtung. Hier geht auf jeden Fall nichts kaputt. Nee, aber ich muss doch oben auf dich drauf springen. Anders funktioniert das doch gar nicht. Ich gehe nochmal hier den Weg hoch, weil da weiß ich auf jeden Fall, dass ich irgendwie nach oben komme. Dann komme ich oben nochmal auf so ein Teil drauf. Weil ich glaube, die Teile, die da oben sind, die regenerieren sich dauerhaft, dass du immer wieder die Chance hast, hochzukommen. Und er kann die halt kaputt schlagen, wenn du nicht schnell genug bist. Ich glaube, so geht das hier vonstatten. So, einmal bitte hier gegentreten gegen irgendeine Platte. Okay. Ab nach oben. Sehr gut. Unsere Treppe steht hier auch noch. Umso besser. Ja, jetzt müssen wir den irgendwie nach links lenken. Weil ganz links ist mein Ding zum Hochkommen, um auf seinen Rücken zu springen. Finde seine verborgene Schwachstelle. Ja, wie gesagt, eine hat er am Oberarm. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Das ist nicht so cool, finde, wenn seine Oberarme nicht mehr richtig funktionieren. Aber ich muss auf den draufkommen, ohne dass er was davon merkt, dass ich da oben drauf bin, dass er das kaputt macht. Bitte nicht kaputt machen hier. Der macht's kaputt, oder? Der macht's kaputt. Das heißt, die Brücke ist auf jeden Fall auch im Arsch. Hallöle, du packst das schon. Triorix, danke sehr. Tu mein Bestes. So. Mach ich lieber Faith? Das war... Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktionieren wird. Da hat er aber noch nicht Fellen, das sind eher so Schuppen. Bringt mir auch nicht so viel. Ne. Ich glaube, das wäre eher mehr Glück als Verstand. Ja, 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 auf jeden Fall. Boah, halt dich doch mal richtig fest. Ja, dann fall einfach runter, du Spasten. Also nochmal. Einmal nach oben. Der Weg nach oben ist halt super ätzend.
So. Jetzt gucken wir mal, weil wir brauchen ja noch nicht mal unbedingt so ein funktionierendes Ding. Sondern die sind jetzt ja alle angeknackst und da kann man ja auch überall an ihn dran springen oder so. Also, auf geht's. Ich will im besten Fall irgendwie genau seinen Kopf direkt erreichen. Weil von da aus kommt man, glaube ich, am besten überall hin. Dreh dich um, du Flöte. Jawohl. So. Und bei seinem Dolcharm ist da unten... Ah nee, das ist nicht seine verborgene Schwachstelle, sondern die Schwachstelle ist halt wirklich verborgen. Und wir sehen die erst, wenn wir in seinen Arm stechen. Shit, fast geschafft. So. Tut weh, Minion. Du hast deine Schwachstelle doch bestimmt richtig blöd irgendwo am Bauch oder so, ne? I see it coming. Der hat seine Schwachstelle am Bauch, ich schwöre. Oh, ein auch an der Birne. Umso besser. Ich würde gern einfach einmal kurz Ausdauer regenerieren. Das fände ich eigentlich am coolsten. Klappt nur irgendwie nicht so richtig. Shit! Denk dran, er hat Hände. Er kann dich da gleich einfach wegziehen. Im schlimmsten Fall. Komm, play it safe, play it safe, play it safe. Erst nochmal Ausdauer regenerieren. Wenn irgend möglich. Ich will nicht nochmal den ganzen Weg hier hochlatschen. Deswegen... Komm, regenerieren, 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 regenerieren. Sehr gut. Eine Menge regeneriert. Ja. Eine Runde Headbang. Komm schon, wir kriegen ihn gleich. Ich glaube, das ist seine einzige Schwachstelle. Nein! Er hat tatsächlich noch eine andere. Leck mich am Arsch, als ob. Wo? Du sollst für so wenig Schaden. Where? Tatsächlich am Bauch vielleicht? Am anderen Arm? Shit. Shit, tits, ass, fuck. Mann. Wo hast du sie? Zeig sie mir. Oder hätte ich einfach weiter deinen Arm penetrieren müssen? Für einen Schlag. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, was wollen wir? Müssen auf jeden Fall nochmal nach oben. Leider. Oh, ist das intens. Aber ist auch der vorletzte Koloss. Ich meine, was erwarten wir?
Dann hätten wir wirklich einfach einmal mehr in seine Wunde stechen müssen in der Seite. Ich dachte, du trittst schon zu. Och Gott. Komm, tritt zu. Kameraführung on top. So. Back on top soon, also auf den Affen. Bin gleich da. Freundschirm. Oh lol, was war das denn gerade für ein verrückter Sprung nach oben? So. Nicht so schnell, nicht so schnell. Glück im Unglück. Gut, dass ich seinen Arm erwischt habe. So, ich weiß nicht, ob das ihm jetzt noch wirklich so viel Schaden macht, weil eigentlich dachte ich immer, dass das wirklich nur da ist, um seine verborgene Stelle freizusetzen. Scheiße, wir hängen hier gerade ganz komisch. Nee. Dann tatsächlich am anderen Arm nochmal. Aber da hat er ja gar kein Fell, oder? Nee. Also seine Schwachstelle kann nur irgendwo sein, wo ich auch hinkomme. Also sei es durch Plattform oder eben durch Fell oder so. Und dann gibt es halt nicht so viel, wo ich noch hin kann. Seine Brust. Da können wir noch hin. Aber da hinzukommen, ist einer der schwersten Wege überhaupt. Und dafür will ich auf jeden Fall mehr Ausdauer haben. Muss ich echt zu deiner Brust? Nee. Er schüttelt sich viel zu viel, da komme ich gar nicht erst hin. Bitte nicht runterschmeißen, bitte nicht runterschmeißen. Ich versuche gerade... Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, schüttel doch gerade nicht so viel. Fuck! Mann! In seiner Hand? Was? Mega Glück im Unglück. Ich komme ja überall hin, aber wieso in sein... What? Das ist sauschwer. Und wehe, ich muss jeden in jede seiner Hände. Also einmal links, einmal rechts ganz wenig Schaden machen. Ich werde es in eine Hand reinhauen, dann ist er tot. Aber ich habe jetzt gerade halt die Überlegung, er hat ja diese ganzen Ornamente an den Armen. Daran kann ich mich ja irgendwie dran orientieren und kann dran rumspringen. Aber wie soll ich es schaffen, von dem inneren Ornament dann in seine Hand zu springen? Das ist der Glückssprung des Jahres. Also den zu treffen, das ist safe so schwer... Ja, komm her. Gib mir einfach deine linke Hand, dann ist hier alles vorbei. How the fuck? Alter.
Da hinzukommen ist insanely schwer. Weil jetzt wird es nämlich erst spannend, Freunde. Ich glaube, ich bin in seiner Hand. Oh, Alter. Tal der Gefallenen. Ohne Scheiß, ein Schwachpunkt bei einem Gorilla in die Hand zu legen. Alter, wie krass war das denn jetzt gerade, bitte? Jetzt mal ohne Scheiß, da hinzukommen, das war... Alter, wie nice. Wie nice und schwer. Dass er auch den Dolch da vorher getragen hat, dass man gar nicht wissen konnte, dass da eine Schwachstelle... Wir haben noch einen Koloss vor uns, Freunde. Einen Koloss. Alter. Die Stimme wird schon viel, 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 viel klarer. Oh Gott. Oh. Ein Koloss noch. Freue ich mich. Schön. War das nice. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schwer der letzte Koloss jetzt wird. Das wird so krass werden.